Jo, hallo, hier ist wieder der Stefan von Hänschen Only und heute werde ich mal eine Zuschauerfrage beantworten. Und zwar, der Johann hat mich gefragt, wie kann man so ein Bild herstellen? Und ja, das ist eigentlich eher kein Problem. Ich helfe da gern. Ich mache da ein Video diesbezüglich. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach gleich mal. Ich habe da schon mal angefangen, beziehungsweise ich habe da schon mal ein Bild vorbereitet, mal zum Ausprobieren, und ich bin hier auf dieses Ergebnis gekommen innerhalb von ein paar Minuten. Und ja, ich würde sagen, wir machen das einfach mal neu gemeinsam. Das heißt, wir starten jetzt mit einer leeren Ebene. Also ich mache ein neues Bild auf, neue Datei, mache sie quadratisch mit einer Größe von 4000 mal 4000 Pixel. Bestätige das Ganze, mache hier mal den Doppelklick, dass das Symbol hinten weg ist, das Gesperrt-Symbol hinten weg ist. Mach eine neue Ebene, dann fülle ich diese Ebene mit Schwarz, damit wir da etwas leichter arbeiten können. Dann mache ich noch eine neue Ebene. Ich werde das Ganze mit einem Pfad machen. Hier geht das, glaube ich, am leichtesten. Vorher müssen wir uns aber noch genau festlegen, wo wir unsere Striche haben möchten, beziehungsweise wo wir die Unterteilung unserer Ebene haben möchten. Und dazu mache ich einfach Ansicht, neues Hilfslinienlayout. Spalten und Zeilen müssen aktiviert sein. Wir machen zwei Spalten, sodass das Bild immer schön genau in der Mitte geteilt ist. Und am Rand mache ich 150 Pixel. Wir können auch 200 Pixel machen, das ist komplett egal. Wir können das aufgrund dessen, dass wir das nachher in einer Gruppe zusammenfügen, noch so oft skalieren, wie wir wollen. Also von dem her, wichtig ist für uns einmal nur Häkchen in Spalten, Häkchen in Zeilen. Die Seitenanzahl sollte auf beiden Seiten 2 sein. Breite, Höhe und jeweils der Abstand, den brauchen wir nicht. Also lassen wir den auf 0. Sofern ihr da noch was eintragen müsst, drücken auf OK. Und wir haben jetzt schon einmal unsere Mitte festgelegt. Wie ihr seht, das geht ratzfatz. Dann werde ich hier die Farbe wieder auswählen. Ich habe hier ganz am Anfang einfach nur weiß genommen und bin am Übergang von Gelb zu Orange etwas weiter reinkommen, sodass wir so ein schönes Beige bekommen. Dann bestätige ich das Ganze, nimm mein Pfadwerkzeug, beziehungsweise im Vorfeld werde ich den Pinsel noch einstellen. Das heißt, die Pinselhärte ist wichtig für uns. Wir nehmen eine Pinselhärte von 100%. Die Größe, aufgrund dessen, dass der Rand 150 Pixel ist, habe ich mich entschieden, die Größe der Striche etwas, beziehungsweise die Größe der Unterteilungen etwas kleiner zu machen. Also 100 Pixel ist um 50 Pixel kleiner als der Rand. Dann nehmen wir das Zeichenstiftwerkzeug, zoomen jetzt etwas weiter hier rein, machen hier mal den ersten Punkt, gehen hoch, also zoomen wieder raus, zoomen dann weiter oben wieder rein, mach hier dann den zweiten Punkt, und wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt eine Diagonale direkt durch die Mitte gemacht. Dann mache ich hier ungefähr in der Mitte noch einen Punkt, drücke die STRG-Taste, beziehungsweise, ups, das war jetzt verkehrt, nochmal zurück, nimm den mittleren Punkt dann auch noch, dann entstehen hier und hier mehr oder weniger Viertel von unseren Unterteilungen. Drücke die STRG-Taste, schau, dass ich mit dem Pfeil genau über dem Kästchen bin und drehe mir das Ganze so, bis es mir gefällt. Könnt ihr das sehen? So. Ich finde mal, das ist schon mal ganz nett. Dann vergewissern wir uns, dass wir hier auf einer leeren Ebene arbeiten. Machen dann Rechtsklick, die Pfadkontur füllen mit dem Pinsel. Druck simulieren, machen wir das Häkchen raus, falls ihr eins drinnen habt. Drücken auf OK. Und schon ist unser erster Strich erledigt. Dann machen wir weiter. Wir lassen momentan unseren Pfad noch drinnen, den können wir nachher noch brauchen, wenn wir den Rand machen. Gehen wir zu unserer Ebene, duplizieren unsere Ebene, gehen auf das Verschieben-Werkzeug, klicken nur mal hier unten an und schreiben hier einen Winkel von 90 Grad rein.
Und schon haben wir unsere fixfertige Unterteilung, die genau an den Rändern ist und die genau durch die Mitte geht. So, und nachdem wir jetzt mal unser, mehr oder weniger, kann man schon sagen, unser Kreuz, unseren Stern fertiggestellt haben, nutzen wir noch unsere Hilfslinien, dass wir den Rand dann auch noch schön machen werden. Das heißt, ich mache hier jetzt mal eine neue Ebene, nehme wieder das Pfadwerkzeug, vergewissere mich im Vorfeld, dass der Pfad gelöscht ist, also dass hier nichts mehr verankert ist, und fange hier dann mal links unten an, da wo sich die Hilfslinien treffen, mache ich einen Punkt, rechts unten, wo sich die Hilfslinien treffen, mache ich einen Punkt. Wir können sehen, wir haben jetzt hier schon mal die erste Linie von unserem Pfad. Dann gehen wir nach rechts oben, nach links unten, nach links oben, und dann gehen wir wieder hier runter. Und wir haben unseren Rand auch schon fertig. Machen jetzt Pfadkontur füllen, mit dem Pinsel wieder kein Häkchen bei Druck simulieren, und unser Rand ist auch schon fertig. Den Pfad lösche ich jetzt wieder, und die Hilfslinien brauchen wir jetzt nicht mehr, die können wir löschen. Und ja, wie ihr seht, ist das sehr einfach gegangen. Jetzt müssen wir einfach nur mehr unsere Bilder drinnen einfügen. Ich mache jetzt mal aus diesen drei Ebenen, die den Pfad bzw. den Rand und den Stern ergeben, eine Ebene, reduziere das auf eine Ebene, und ihr könnt sehen, es ist alles picobello. Gut, dann hole ich jetzt mal ein paar Fotos in Photoshop rein. Also ich fange hier mit den vier Fotos an, öffnen, yep. Das sind jetzt bis jetzt nur drei. Ja, dann machen wir noch, suchen wir uns noch ein viertes Foto. Welche drei habe ich jetzt? Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Dann holen wir uns jetzt noch das vierte Foto. So, ja, okay. Und wir müssen jetzt nur noch unsere Fotos zwischen der Ebene 3 in dem Fall und der Ebene 0 einfügen. Und das geht, wie ihr alle wisst, relativ einfach. Ich nehme mein Verschieben-Werkzeug, schiebe mir das Bild hinein. Und wenn wir schon dabei sind, mache ich es auch noch gleich in der richtigen Größe. So, bestätige das alles. Und schneide mir das Ganze auch gleich perfekt zurecht, indem ich mir das Polygon-Lasso nehme. So. Und mir den Teil, den ich brauche, das war jetzt nicht schön, den Teil, den ich brauche, dann einfach ausschneide. So, Rechtsklick, Auswahl umkehren, damit wir den äußeren Teil wegmachen können. Entfernen drücken, und die Sache ist erledigt. Das gleiche machen wir jetzt bei den anderen Fotos. Verschieben. Bam. Das möchte ich oben haben. Machen wir das gleich ein bisschen größer noch. So. Und ich nehme dann wieder mein Polygon-Lasso-Werkzeug. Fahre einmal rundherum. Mache wieder Auswahl umkehren und drücke wieder auf Entfernen. So. Die nächsten zwei machen wir dann auch noch so. Ich beeil mich jetzt, spreche ein wenig weniger. Nimm das Auswahl bzw. das Polygon-Lasso-Werkzeug. Mit dem geht es für mich jetzt einfach mal recht flott, muss ich sagen. So, so, so. Dann wieder hierher, Rechtsklick, Auswahl umkehren, Entfernen drücken, Auswahl aufheben, und dann auch gleich beim letzten Foto schiebt es dann wieder herein. Zup, zup. Macht es wieder etwas größer. Ich sag, vorteilhaft ist es, wenn ihr da von der Auflösung her passende Bilder habt. Wenn es von der Auflösung her nicht passen sollte, würde ich euch anraten, vorher die Bilder in ein Smart-Objekt zu konvertieren. Da könnt ihr etwas verlustfreier arbeiten. Natürlich auch nicht endlos, aber es geht auf jeden Fall leichter.
Und wenn euch wichtig ist, zum Beispiel für einen Druck oder sowas, dass ihr die DPI, die ihr braucht, auch erhalten könnt, dann wäre das natürlich auch vom Vorteil. So, so, so. Rechtsklick, Auswahl umkehren, entfernen, Auswahl aufheben. Und wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt auch schon fertig. Für das ganze Design kann man jetzt noch den einen oder anderen Trick anwenden. Und zwar, ich mache hier mal, also ich aktiviere mal die oberen vier Ebenen, sprich die Ebene mit den Bildern und die Ebenen mit dem Overlay. Drück STRG, mach eine Gruppe draus. Ich nenne die Gruppe einfach mal Overlay. Overlay, okay. Und kann mir jetzt dann mehr oder weniger das Design oder den Hintergrund auch frei auswählen. Also ich habe hier einen schwarzen Hintergrund, ich habe hier einen weißen Hintergrund. Ich werde jetzt einfach mal eine neue Ebene machen und die Fläche mit dieser Farbe füllen, die wir im Vorfeld schon ausgewählt haben. Blende dann den schwarzen Hintergrund aus und wie man sehen kann, das ist die gleiche Farbe, macht schon ein wenig was her. Dann könnten wir noch die Ebene mit dem Overlay nochmal duplizieren. Ich blende mal die erste Ebene aus und belichte sie etwas mehr. Korrekturen, Belichtung, mache es etwas heller. So, dann schiebe ich die Gruppe wieder zusammen, gehe auf das Verschieben-Werkzeug und kann es mir dann noch richtig schön verschieben. Aber bevor ich das mache, ist mir gerade aufgefallen, ich nehme noch das Freistellungswerkzeug, drücke einmal auf das Bild, bestätige das Ganze und schon ist der Rest rundherum, der übergestanden ist, auch weg. Und jetzt können wir es wirklich richtig schön verschieben und wir können es in alle Positionen hin und her schieben. Okay? Ich hoffe, lieber Johann, ich hoffe, das Bild bzw. das Tutorial für dich war in Ordnung, es hat dir geholfen. Wenn ja, wäre es ganz nett von dir, wenn du mir einfach über YouTube oder über Facebook eine Nachricht schreiben würdest und ob dir das gefallen hat. Beziehungsweise ob dir das bei deinem Problem auch weiterhelfen hat können. Für die restlichen Leute würde ich sagen, ich würde mich echt freuen, wenn ihr meinen Kanal weiterhin abonniert, meine Videos anschaut, wirklich fleißig anschauen. Es ist sehr, sehr lässig mit euch, mir gefällt das sehr gut und ich bekomme auch regelmäßig sehr tolle E-Mails. Und das freut mich schon irrsinnig. Wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, weitere Videos diesbezüglich zu sehen oder weitere Fragen habt, bitte einfach mal drunter kommentieren, welche Frage ihr habt. Meinen Kanal abonnieren, die Videos liken und ja, wenn ich euch helfen kann, mache ich es natürlich gern. Bis dann, viel Spaß mit Photoshop, der Stefan von Hengine Only. Tschüss, bis dann.